wohl nichts mit dem großen Deal, ne? Abwarten, Mann. Arsch. Ich würde meine Karre nicht verkaufen vor dem Winter. Hast du schon mal von Zwangsverstreckung gehört? Doch Tommys Blödheit. Du bist mit deiner Karre doch verheiratet. Schätzchen, das ist Liebe auf der Wiese. Oder ist er? Da ist ja jetzt eine 4-in-1-Anlage dran. Quatsch doch nicht rum, die war schon immer dran. Wie geht's? Schiss. Ausgemacht. Vor 2 Monaten. Wird nicht mal 3 für die Gurken geben. Das willst du mal am Maul halten? Komm, komm, komm. Mach mir nicht den Lauten. Du wirst vor dem Winter keinen finden, der dir mehr für die Karre gibt. Mir drückt die Papiere raus. Ja, komm. Sollte an der Karre was dran sein, dann bin ich bei dir. Hier war sauber einen Tisch stehen lassen. Versuch du mal, eine Karre mit kaputten Kolbenring für 4 Mille zu versteuern, du Knaller. Na, kurz vorm Winter. Dann können wir mal Ärger auf dich zu. Was hältst du denn davon? Viermal netto die Woche für Jugendliche, dann muss das toll sein. So, so was soll's geben. Scheiße, ich hab da noch irgendwas gelesen. In irgendeiner Zeitung. Ich weiß nicht mehr genau wo. Mensch, klar, das sind Klinkenputzer. Oder läuft irgendeine Scheiße ab? Ach, Zeitung. Die übertreiben doch immer. Schön. Ich hab das Motorrad gar nicht gehört. Ist noch Kartoffelsalat da? Ja, hab keinen Hunger. Oh, ich mach dir lecker Würstchen warm. Was hat sich schon in der Firma erkundigt? Die haben vielleicht was für dich. Bankauszüge, ist ja klar? Na komm, meine Wohnung bestimme ich, weil die Tür abgeschlossen wird. Hast du verstanden? Erstens mal, hab mit dem Bartrop geredet. Der erkundigt sich meine V2, die brauchen Motorwäsche. Und zweitens, am Donnerstag gehen wir auf die Bank, machen klar Schiff. Ja, mit der Bank ist schon alles klar. Ja, das sagst du!
Kostet mich 20 Überstunden im Monat. Wo ist das Motorrad? Bei Dieter. Das hat ein Vergaser. Warum gehst du nicht mehr nach deinem Training? Jetzt lass den Jungen doch. Ach, hat er sich doch alles selber zuzuschreiben? Erste Klappe auf, dann er zieht. Und nachher versteckt er sich im Kinderzimmer. Mann! Peter, ein Bier bitte. Ja, klar. Ich bin vom Anton Weber Verlag in Bielefeld. Aha. Und was ist das für ein Job? Wir verkaufen Zeitschriftenabonnements. Ach du Scheiße, Klinken putzen? Ist doch auch ein Beruf, oder? Du kommst in eine Kolonne von ungefähr 8 bis 10 Mann, Thomas. Alle in deinem Alter. Ihr reist in einem Bus durch Deutschland und übernachtet in Hotels. Tagsüber zieht ihr los und verkauft unsere Zeitschriftenabonnements. Ganz saubere Sachen, die sich die Leute sowieso regelmäßig am Kiosk kaufen. Zigarette? Ihr überzeugt sie nur davon, dass es für sie bequemer und manchmal auch billiger ist, die Zeitschriften zu abonnieren. Das macht ihr so 4-5 Stunden am Tag. Ein Topdrücker schreibt seine 6 bis 7 Scheine bei uns am Tag. Ein was? Ein Drücker. So nennen wir unsere Mitarbeiter. Mann, du hast doch wohl nicht mehr alle Dosen im Karton. Wir haben den ganzen Abend auf dich gewartet und die Köpfe eingeschlagen wegen dir. Naja, Tag. Jetzt kommst du erst. Hat gerade noch zu tun. Alles Gute, Gesundheit und so weiter. Könnte ich was aus dem Kauf, Uffi? Danke. Meinst du es gerade alle? Tja, Mutter, ich muss da mal gehen. Dein Geburtstag von deiner Mutter hast du zu Hause zu sein. Ist das klar? Lange sehe ich mir das nicht mehr mit an. Tschüss, Vater. Ja, wiedersehen, Junge. Ist das nicht schon zu kalt auf dem Motorrad? Geht. So. Ist mal erst mal was. Schön, dass du doch noch gekommen bist. Ach, jetzt schreien sie schon Halleluja, wenn du überhaupt nach Hause kommst. Mein Gott, jetzt hör doch mal auf. Das ist ja nicht zum Aushalten. Ich sag bloß, wenn er nur einmal was durchhält, dann kriegt er auch Arbeit. Was sag ich doch bloß? Mann, ich hab Arbeit. Junge. Messebau. Ich brauche Modellschreine. Das ist das schönste Geburtstagsgeschenk, das du mir machen konntest. Und darauf trinken wir ein. Auf Tommys neuen Job. Messebau. Was für eine Firma ist das denn? Aber das hättest du doch sagen können, wenn das ganz stinknormale Zeitungen sind. Ach, du kennst doch Vater. Der hat drauf bestanden, den Radke kennenzulernen. Ja und? Ich hab's satt, Mann. Ich hab's bis hier. Du wohnst in Esslingen, musst dir nicht jeden Tag Gemecker anhören. Ich kapier ja, dass du hier raus willst, aber deswegen brauchst du nicht. Lass mich nicht immer bevormunden. Das ist doch eine Macke. Ich weiß schon, was ich mache. Ich mach die dicke Kohle. Ich werde es euch beweisen. So,
Tschüss. Du, ich habe dein Motorrad verscheuert. Was? Ja, keine Angst. Ich habe alles auf die Bank gebracht. Den Rest zahle ich ab. Mit 300 im Monat. Na, da ist ja was vor. Ich drück dir die Daumen. Tschüss. Tschüss. Und wenn du mal in meine Gegend kommst, dann kommst du mich besuchen. Hörst du? Mach ich. Schlaf gut. Tschüss. Radke! Ja, ich komme. Radke, grüß dich. Das ist Thomas Galewski. Thomas. Tag. Der Kalle wird dich jetzt weiterbringen. Okay. Haben wir Sport gemacht? Ja, Tischtennis. Tischtennis? Ja. Na, so weit. Steig doch ein. Tschüss, Tommy. Tschüss. Bist du gekommen mit deinem Tischtennis? Wir sind mal Kreisligameister geworden. Da war ich noch in der Lehre. Als Modellbauer. Die Lehre hat dir gestunken? Nee, eigentlich nicht. Die Firma ist weitergegangen. Im zweiten Lehrjahr. Kann dir bei uns nicht passieren. Krisenfest mit Aufstiegsstunden. Kolonnenführer, Kontrolleur, Organisationschef. Ich bin da rumgerannt wie ein Blöder. Aber der eine Betrieb, der bei uns noch ausgebildet hatte, war voll. Der andere war 200 Kilometer weit entfernt. Naja, und dann kam der Bund und danach lief überhaupt nichts mehr. Nicht mal Türkenjobs. Hier. Danke. Wenn du wirklich ein guter Drücker werden willst, dann musst du dir bessere Geschichten ausdenken. Wenn du bei uns hochkommen willst, dann musst du den Willen eines Profiboxers haben. Und die Fantasie eines Teppichverkleiders. Das sage ich jedem, der neu ist.
Vergiss, wer du warst. Weil du warst ein Müll. Jetzt willst du Nummer eins werden, ohne Wenn und Aber. Manche kapieren das, die meisten kapieren das nicht. Kannst du mir folgen? Na sicher. Sicher? Sicher ist gar nichts. Risiko bringt die Kohle. Und dann eine kaputte Schnauze. Hast du Schulden? Tja, eine ganze Latte. Das war so. Wie viel? So um die 5.000. Ich löse das ab. Echt? Ich hab gesagt, ich löse das ab. Ob bloß unter dein Personalausweis. Thomas Galewski, das ist Erich, das ist der Kolonnenführer. Hallo Thomas. Hallo. Hallo Kalle. Na? Was ist das für ein Chorknabe? Sportsfreund bin ich, Sportsfreund. Timmy. Thomas. Thomas, steig dir schon mal ein. Ja, na, komm mal mit. Tschüss. Tschüss, Kalle. Tschüss. Hör mal zu, Kalle. Ich hoffe, das ist nicht wieder so eine Liede wie die Brillenschleiche vom letzten Mal. Ja, ist gut. Wir sehen uns weiter. Gut. Was machst du denn mit Sport? Tischtennis. Tischtennis, was? Wenn das ein Sport ist, kannst du gleich eine Weltmeisterschaft im Eierlaufen einführen. Hi. Hi. Das ist jetzt deine Familie, Tommy. Eva ist eure Kontrolleurin. Versuch ja kein Flirt mit ihr. Ich glaub, sonst mal will sie reinlegen. Nennen wir das jetzt Flirten? Am besten laufen Sie gleich in die Falle. Wir müssen morgen früh raus. Richard, zeig dem Tommy sein Bett. Du kannst einmal Frühstück richtig reinhauen. In die Tischkante. 30, 40, 50, komm mal nach Gewicht. So. Wie viel sind wir denn jetzt, du Penner? 22 Mager. So eins? Na, von mir aus immer. Und du streng dir mal ein bisschen an, sonst gehst du zur Bahn. Richard, pumpst mir noch was? Nee, bei mir nicht mehr. Oder dann Vorschuss bei Erich. Ich bin doch nicht so ein Stuss, Mensch. Ich pump dir was. Krieg ich morgen Schein. Okay. Könnt ihr hier unten weiterkloppen und da die Luft verpesten? Schreib du erst mal 5 Scheine, dann kannst du frech werden. Hey, Tommy, wer bummst denn deine Tussi jetzt? Hä? Im Büro hängst? Die kriegen doch gerade mal ihre Stempel. Das
mein Schädel leckt. Wir wollen schlafen. Du, wir können auch aufhören. Wir spielen weiter. Gib mir mal noch eine Quickrunde, Frau im Spiegel. Jo. Gibst du mir noch eine Brigitte? Bernd, du nimmst heute Tommy mit. Das sind denn immer ich. Timmy könnte doch auch mal die Neuen übernehmen. Ich wiederhole mich ungern. Und Timmy lernt dann nur, wie man Besoffener ausnimmt. Kannst du mir wenigstens 10 Mark Vorschuss geben? Vorschuss? Worauf denn? Schreib du erst mal wieder ein paar Scheine. Bis dahin bin ich auf dem Ohr taub. Kannst du mir 5 Mark leihen? Ja, ein paar Mark habe ich noch. Ah, top. Ja, danke. Komm. Bart Händler, es sind 2 entlassene Strafgefangene. Der Anton Weber Verlag gibt uns jetzt die Chance. Es ist niemand da. Bart Händler? Ich sag ihm doch, es ist niemand da. Das stimmt doch überhaupt nicht. Was ist der Spruch? Guten Tag, Frau Reimann. Wir sind 2 entlassene Strafgefangene. Und, naja, wir hatten mal Scheiße gebaut, ne? Wie so ist. Aber der Anton Weber Verlag, der gibt uns jetzt die Chance, naja, wie nur 20 Zeitungen. Ich meine, Sie verstehen, Sie lesen doch. Ja, aber ich kann doch nicht 20 Zeitungen lesen. Nee, es sollte ja auch nur 1 oder 2. Ja, aber mein Mann, der will... Wie wär's denn mit einem Probeabonnement? Tut mir leid, da müssen Sie heute Abend wiederkommen. Ich kann halt nicht entscheiden. Guten Tag, Herr Delbrück. Es sind 2 entlassene Strafgefangene. Der Anton Weber Verlag gibt uns aber jetzt die Chance, wieder ein anständiges Leben zu führen. Wenn wir jetzt jeder 20 Abonnementen in der Woche das werden... Das war schön auch wieder. Sag mal, ist das immer so? Klar. Guten Tag, Frau Stiller. Guten Tag. Es sind 2 entlassene Strafgefangene. Ich hab alles. Ich brauche weder einen Staubsauger noch eine Versicherung. Ich will niemandem helfen. Ich will auch nicht gerettet werden. Und meine Grabstelle, die habe ich auch. Aber Sie lesen doch. Ich lese nicht. Ich habe Kabelfernsehen. Versuch doch mal eine andere Geschichte. Guten Tag, Herr Wischnewski. Wir sind beide Studenten und müssen uns unser Studium selbst verdienen. Ich denke, Sie sind Strafgefangene. Zeigen Sie mir doch mal Ihren Gewerbeschein. Und wir sind ehemalige Strafgefangene, die jetzt studieren. Von Hilfsbereitschaft haben Sie wohl noch nie was gehört, wa? Komm. Bei dir kriege ich langsam Schreikrämpfe. Wenn du heute nicht auf 3 Scheine kommst, nehme ich dich in die Mangel. Tommy dabei ist... Peter, du nimmst jetzt Tommy mit. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Da kostet mich ja mindestens 2 Scheine. Kannst du dir ja später von Tommy wiedergeben lassen. Na toll. Scheißnest. Du ein. Richard? Wie immer.
will euch mal was sagen, Jungs. Letzte Woche sind wir mit 124 Scheinen im Keller gelandet. Wenn es so weitergeht, können wir den Laden dicht machen. Diese Woche kommen wir auf 150 Scheine. Und wenn ihr bis Mitternacht rummarschiert. Ausgang ist ab sofort gestrichen. Peter, Tommy, raus. Bernd, raus. Bernd? Ja. Drei Scheine sind Minimum. Du weißt, was das heißt, Minimum. Guten Tag. Guten Tag, Frau Breuer. Wir kommen vom Anton Weber Verlag. Wenn ich Ihnen ein Probeexemplar überreichen dürfte? Der Weber Verlag, der unterstützt die Welthungerhilfe. Und zwar machen wir das so. Jedes Abonnement, was wir extra verkaufen, das geht direkt in den Topf zu den Leuten in Afrika. Das mit den Spenden, das läuft ja nicht mehr. Und ewig kann man ja auch nicht spenden. Aber mit 10 Pfennig, Frau Breuer, mit 10 Pfennig nur, da könnte eine ganze Menge getan werden. 10 Pfennig? Frau Breuer, wissen Sie eigentlich, wie viele Ärzte es dort auf 100 Quadratkilometer gibt? Einen einzigen. Aber wie viele Ärzte könnte es dort geben, wenn jeder nur 10 Pfennig von seiner Zeitung abzweigen würde? Können Sie sich das vorstellen? Von einem Weber Verlag habe ich noch nie gehört. Haben Sie nicht einen Ausweis bei? Nun ja, Frau Breuer, wir sind in dem Sinne kein Verlag. Wir vertreiben bloß die Zeitschriften der anderen Verlage. Mit einem wohltätigen Zweck eben. Na siehste, komm schnell noch drei Scheine geschrieben. Ihr hört echt beschützt worden, oder was? Hungerhilfe, arme Studenten. Partnerschaft für Kinder am Arsch der Welt. Hör euch mal zu, ich bin jetzt seit 4 Jahren in dem Job. Ihr kennt sämtliche Tricks und die Maschen der Leute. Die wollen beschissen werden. Solche Lügen? Menschens Kinder, die spinnen doch noch mehr als ich. Ach, ist das scheiße. Guck mal, das ist ein Haus mit schön viel Wohnungen, weißt du? Hier hast du ein paar Zeitungen, Auftragsscheine. So, dann wünsche ich dir viel Glück bei deiner Wahrheit. Ja? Guten Tag, Frau Hansen. Ich komme vom Anton Weber Verlag und wollte fragen, ob Sie nicht eine Illustrierte abonnieren möchten. Nee, ich kaufe nichts. Aber Sie lesen doch bestimmt. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich nichts kaufe. Haben die anderen auch gesagt. Jetzt muss die ein paar tausend Mark zahlen. Ich bin kein Betrüger. Außerdem geht es hier um Zeitungen. Ob sie ihre Zeitung nun am Stand kaufen oder sich schicken lassen. Das ist doch wohl egal. Hat damit Betrug nichts zu tun. Gut. Mag sein, dass Sie kein Betrüger sind. Aber man weiß doch nicht, was man da unterschreibt. Kann ich Ihnen genau erklären. Erstens ist die Zeitung im Abo billiger. Zweitens ersparen Sie sich Laufereien und drittens tun Sie mir damit einen Gefallen. Weil ich mache das Ganze hier nicht aus Spaß oder aus Gemeinheit, sondern weil ich seit 7 Monaten arbeitslos bin. Ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, was das heißt. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Die beiden letzten Jahre vor meiner Rente
war ich auch arbeitslos. Ich auch meine Lehre konnte ich zu Ende machen, weil die Firma vorher pleite gemacht hat. Ein Arbeitslosengeld? Haben Sie auch nicht gekriegt? Nee. Ich kann Ihnen ja eine Tasse Kaffee machen. Ein Stück Brot. Ach nee, danke. Ich muss weiter. Was bekommst du denn für ein verkauftes Abo? Aber nach Abzug von allem, Frühstück, Unterkunft und so, habe ich mehr als 5 Mark. Und die werden auch noch eingehalten, weil, naja, ich habe meinen Kredit aufgenommen. Aber da hatte ich nur Arbeit. Und wie oft erzählst du die Geschichte am Tag? 100 Mal. 100 Mal umsonst. Wie viel? Null. Null? Was heißt hier Null, hey? Bei Thalle stehst du mit 600 Kreide und wir sollen dich hier durchfüttern. Und du sagst nur Null. Die Null bist du, du Idiot. Ich schmeiß dich raus. Ich werd's schaffen, Erich, ganz bestimmt. Morgen bringe ich 3 Scheine. Du Wichser! Versuch's mal mit Bauchtanz. Jeden Tag 3. Sieh dir den Blödmann an. 5 Scheine bist du gut. Morgen sind's 5, du Arsch. Capito, Erich. Wie viel? Richard, Mensch. Pass mal auf. Du bist doch genauso gut wie Peter, oder? Frag Peter mal, wie viel er hat. Frag ihn! Hast du 6? Hört mal gut zu, ja? Hört gut zu. Der Kalle hat 3 Kolonnen. Und wir sind die Schlechteste. Und warum sind wir die Nieten? Ihr seid alle zu blöd. Wir verkaufen echte Ware und keinen Schund. Als ich damals angefangen habe, habe ich jeden Abend 10 von den Dingern durchgelesen. Von A bis Z. Aber ihr guckt euch ja nur die Bilder an. Jeder von euch könnt ihr auf 8 Scheine kommen pro Tag. Ihr müsst nur hinter der Ware stehen. Der Kalle wird sich sowieso in nächster Zeit mit uns beschäftigen. Ihr kriegt noch warme Ohren. Ich warne euch. Tommy, wie war's? Ich hab eine Menge gelernt. Hoffentlich. Ich hab da gerade erst angefangen. Hab ich was gesagt? Dermaßen hartnäckig. Der hat mich zum Kaffee eingeladen. Und Keks hat er mir hingestellt. Und Whisky. Er meinte, der wollte unterschreiben. Ich sollte mich verabreden. Und wo bleiben denn die anderen? Und der Alten, der Bernd. Einen Spruch hatte der drauf. Der hätte glatt als Drücker gehen können. Echt? Hatte die ganze Welt Hungerhilfe durch und wollte schon mit Rohproblemen anfangen. Nothing. Ich musste mich verabreden. Und wie viel Schein hat's gebracht? 2. Los, aufsetzen. Der Boss will weiter. Josef. Sag mal, soll ich dir Beine machen? Mensch, mach schon. Der Bernd kriegt nichts zu essen. Und wehe, ich erwische einen, der ihm was zusteckt.
In der Südhälfte stark bewölkt und regnerisch. Soweit die Meldung der heutigen Redaktion. Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht. Zum Sendeschluss. Ausgangssperre ist gut, wa? Da kann man wenigstens kein Geld ausgeben. Ich wäre Knast am besten, wenn Sie ja keinen Fehler mehr machen. Ich kann dir sorgen. Nacht? Wie lange ist man eigentlich schon da rein? Viel zu lange. Ich spreche auch nicht mit dir, weißt du? Hast du eine Braut? Gehabt. Irgendjemand, der auf dich wartet? Nicht direkt. Ist das, dir ist doch auch scheißegal, wo du hinkommst und wie du deine Brötchen verdienst. Stimmt's? So ungefähr, ja. Ich war Leutnant bei der Bundeswehr. Ich bin rausgeschmissen haben. Oh, danke. Und Timmy? Timmy ist ein Kumpel von Erich. Armer Boxer. Zuhälter. Aber kein Großer. Muss schon 10 Jahre her sein. Aber zuhören kann er noch. Ist die Hölle. Oder den Kindergarten. Tag. Na, alles klar, Thomas? Na, logisch. Wie macht er sich? Nicht schlecht. Hat heute schon wieder 3. Wenn ich Tommys Scheine kontrolliere, sagen mir die Leute, schämen Sie sich nicht, so einen netten jungen Mann zu kontrollieren? Dann heißt er mir, wäre er längst General. Weiter so, Thomas. Das ist Charlie. Sag, Leute, kommt direkt aus dem Gast. Frohes Schaffen. Hör mal zu, Charlie. Du bist der Einzige, der hier eine Vorstrafe hat. Wenn du hier krumme Touren machst, holst du dir warme Ohren. Der Tierschuss empfangen, ja. Tommy, du nimmst halt Charlie mit. Was soll denn das, Erich? Ich bin gerade 4 Tage hier. Ah, ey, Mensch! Hast du noch was auf Lager? Ist ja gut. Nee, ich hab schon mal in Köln Putzlappen und Besen verklopft von Blinden. Bin lahm dabei geworden. War echt ein traumatisches Erlebnis. Na dann viel Spaß hier. Was ist mit dir los? Ich hab gleich gesagt, wenn einer dabei ist. Quatsch, welche heute hat sie noch nicht gemacht? Die Seite?
Da vorne noch eins. Dann machst du das jetzt und machst dann hinterm Bogen weiter. Ich hab doch noch nichts gefressen. Du kannst eine von Kopf haben. Alle raus. Charlie, du gehst mit Timmy mit. Okay. Schlaffi. Los, Charlie, hast dich. Tommy, wenn alles schief geht, kannst du mir deinen Schein leihen? Ah, wenn ich weggeschreiben. Ah, spitze. Ja? Du hörst zu, ich schreib dir die noch fehlenden Scheine, aber Portion Fritten muss drin sein, oder? Kannst du dich an Fritten totfressen, auf meine Rechnung. Okay. Es wird gedrückt. Wo hast du deine Blüten? Hab ich vergessen. Willst du damit drücken gehen? Los, ab! Entschuldigen Sie bitte die Störung. Ich komme vom Anton Weber Verlag. Ich bin seit über 7 Monaten arbeitslos. Die Firma, bei der ich eine Lehre gemacht habe, ist pleite gegangen. Arbeitslosenunterstützung bekomme ich auch nicht. Moment mal, ich muss Ihnen sagen, ich kann Ihnen überhaupt nicht richtig folgen. Könnte es sein, dass Sie was mit Zeitung zu tun haben? Ja, der Anton Weber Verlag. Haben Sie die... Ja, Frau im Spiegel. Haben wir auch, ja. Ja, ja. Ja, hatte meine Frau auch immer. Ich habe mich nie so dafür interessiert, wissen Sie. Meine Frau, die... Wir haben es nicht so gut verstanden. Die Frau im Spiegel können Sie bei mir haben. Ich glaube, die... Ja, die sollte ich mal lesen. Glaube ich, die Frau im Spiegel vielleicht... Sehe ich dann klar. Ja. Friss er doch dir. Ich halte meine Versprechen. Noch eine Runde Bier? Hast du ja gerade noch so geschafft, wa? So, hier. Ralf. Aha. Danke. Ist doch gelohnt. Ich fahr morgen zur Kalle raus und du sollst mitkommen. Hey, Erich! Jawohl. Aber hallo! Sein Butter. Prost. Prost. Prost, Erich. Ich sag, heute hatte ich eine Alte im Nachthemd. Die stand da so in der Tür ringslich. Oh, warte. Die muss vergessen haben, dass das Ding durchsichtig ist. Das war nur Absicht. Da fällt es einem schwer, vom Hunger in Äthiopien zu sprechen. Du hast aber Hunger in der Hose gesprochen. Hättest du irgendwann mal kleiner Junkie machen müssen. Hab mich aber für arbeitslos entschieden. Hat mir 3 Scheine gebracht.
Und jetzt die los hier? Die Schnauze, du Hänger. Nun gut, dann will ich gleich mal Benzingeld kassieren. 3,50 jeder. Du, ich hab noch kein Geld. Du wirst nie welches haben. Echt? Quatsch. Josef! Josef! Die Moneten, Josef! Du, ich hab kein Geld mehr. Ich höre heute ein bisschen schwer. Ich geb dir das Geld bei der nächsten Abrechnung. Ich will das Geld jetzt! Ich leih das Geld, Josef. Niemand leiht ihm was. Abfahrt! Genau, schon seit es vorne. Josef. Josef. Los zum Boss. Komm schon, ein bisschen hastig. Boah, ich dachte, die holen mich. Mann, dich haben sie doch schon aufgegeben. Du Schleimscheißer, du. Richard! Richard, hör auf! Mann, hör auf, Richard! Mann, klasse! Mach doch schon gegenseitig fertig. Das ist genau das, was Erich braucht. Du passt bloß auf, was du sagst. Siehst du auf den Großen in den Arsch! Hört jetzt auf! Du lässt mich kennen. Die werden doch wegen 3,50 nichts machen, ey. Ich sag dir, als der Kalle mich aufgelesen hat am Bahnhof, in Wuppertal, ich hab 3 Tage nichts gefressen. Eine Coke oder so. Jetzt hör doch mal auf zu quatschen! Schön ruhig bleiben, okay? Alles klar, ja? Wer mich reinlegen will, der beißt den Teppich. Capito! Sag mal, was ist denn hier los? Hau ab! Bring ihn hoch, Timmy. Los! Erheb dich! Komm, mach schon. Ach komm, das bisschen enger. Zieh dir was an, verdammt! Und ihr setzt euch. Ich lass nichts durchgehen, fresst es endlich mal. Sonst kann ich mich gleich selbst begraben. Aber vorher beißt ihr einen Teppich. Jeder, der aufmuckt, prinzipiell. Capito? So, und nun eine heiße Neuigkeit. Ab Montag geht's ab in den Süden. Koblenz, Stuttgart, Ulm, München. Na? Klasse. Dann kommen wir endlich mal raus hier aus dem Dreckloch. Ist die Party jetzt beendet? Was ist denn das für ein Ton? Schon gut, Erich. Komm.
Bernd, du bleibst im Auto. Kommt rein, Männer. Ich hab dir den Bernd mitgebracht. Die Niete kannst du dem Radke wiedergeben. Ich glaube nicht, dass der Radke mir das Geld wiedergibt. Schuhe ausziehen. Du hast eine schlechte Hand, Erich. Der Mann hat nicht Hopfen und Malz verloren. Stückchen Torte, damit er was auf die Röhren kriegt. Wir müssen noch abhängen. Möchten Sie Kaffee? Was löst du denn, mit deinem Kopf nicht bei dir im Limit kommst? Wir kommen aus dem Quad rüber. Ja, einmal. Wir haben einen Unterdreher liefer. Wenn du jetzt nicht jede Woche drüber kommst. Wie ich das mit denen schaffen soll, musst du mir erstmal verraten. Bevor ich den Schreibtisch an 10.000 Mark Konventionalstrafe in den Arsch stecke, gucke ich vorab, was in der Luft hängt. Glaub bloß nicht, ich hätte keine Reserven mehr. Herr Leutnant. Verbindung? So, jetzt hol mal diese Miete aus dem Bus. Hast du Ahnung vom Fahren? Ich habe ein paar Motorräder gehabt. Ein Auto hat aber vier Räder. Komm ich auch mit klar. Hier ist er. Tack. Mal sehen, ob wir aus dir wenigstens noch einen Butler machen können. Ja, wenn sie mal um. Das ist doch prima. Erich, setz dich hin. So, jetzt gieß mal Kaffee ein. Gib jedem von uns ein Stück Kuchen. Na, mach schon. Von rechts. Kaffee immer von rechts. Von rechts, Mensch. Diese Seite, da wo die Tasse steht. Du willst jetzt hier durch. Nee.
Die Tasse auch. Kuchen. Käse. Kuchen von links. Kuchen immer von links. Das ist links. Ist richtig. Danke, ich bin satt. Knall dem ein Stück Kuchen auf den Teller. Erich, willst du den Schnaps haben? Nee, danke. Iss. Du isst jetzt. So, Bernd, du stellst dich jetzt an die Tür und wartest so lange, bis bei einem die Tasse oder Teller leer ist. Dann gehst du hin, beugst dich runter und fragst ganz höflich, aber höflich, sage ich dir. Noch eine Tasse Kaffee, ein Stück Kuchen. Na los! Für deine Truppe. Du fährst. Zeig mal, was du drauf hast. Schau dir das gut an. Weißt du, wie alt der Weber heute ist? Keine Ahnung. 34. Wie alt bist du, du Brückenfresser? 22. Das ist nur 10 Jahre Zeit. 15. Damit du besser eine Tasche hast. Danke, Kalle. Und da kommt!
Dürfte ich vielleicht mal erfahren, was hier im Spiel geht? Das ist kein Spiel. Er versteht mich überhaupt nicht. Ja, das sieht so aus. Sir Thomas, weißt du, dass wir gerade Deutschlands beste Drückerin entführt haben? Ja. Martina versteht Spaß. Ich auch. Aber Olaf Kraut, weil jemand sie bis heute gedrückt, der hat nur Humor wie der Pershing 2. Weißt du, wie viele Scheine die hat? Steht 12 oder was? Ja, stimmt. Sag mal, wie lange bist du eigentlich schon dabei? Ich bin an Nagel neu. Das ist ein alter Windhund. Der schreibt 6 Scheine pro Tag bei Erich. Weißt du, wie er das macht? Erzählt den Leuten einfach die Wahrheit. Nee. Ja. Die Wahrheit ist kein einziger Schein wert. Sir Thomas macht 6 dort. Das ist ganz normal. Mensch, hol Blüten, ey! Feuer? Hier. Sag mal, kannst du meinen Wagen anmachen? Mir friert alles ab. Der Kalle ist schon ein verrückter Kerl. Möglich. Sag mal, bist du immer so zugeknöpft? Bisschen kühl, um sich aufzuknöpfen, oder? Ah, von der Sorte also. Genau. Komm mal mit, du Arsch. Kannst du dir von Olaf Kraut wieder wegschnappen lassen. Sieh sie dir ganz genau an. Weißt du, was die wert ist? Na, ist deine ganze Wichserkolonne. Jetzt auf zu jammern, klemm dich in das Lenkrad. Abfahrt! So, Sir Thomas. Steig in die Pedale. Sir Thomas. Gut, was? Ich weiß nicht. Ich würde ihn Thomas Tomate nennen. Thank you.
Peter Felix. Frühstück und in einer Stunde im Bus. Total lebendig. Der Richard. Junge, du hast was. Geht aber leider in die falsche Richtung los. Luisa. Lustig, Erich. Alles klar? Oh ja, ein bisschen müde. Ne? Hallo, Kalle. Felix, alter Hecht. Wo sind deine Jungs? Im Bett. Nee. Wenn ich dir sage, die schlafen. Gehst du jetzt für die drücken? Nee. Du, wir wollen hier groß einsteigen. Drücker sind Künstler. Und Künstler stehen immer etwas später auf. Ich glaube, ich höre aber nicht richtig. Kämpfen kann man müde. Aber zum Gewinnen muss man ausgeschlafen sein. Das solltest du aus deiner alten Kampfzeit noch wissen. Oder konntest du dich jemals über mich beklagen? Gut. Felix, du übernimmst die Außenbezirke, wir machen die Stadt. Oh. Hat dein Eisvögelchen mitgebracht. Aufruhr. Du hast ja richtig Schlacht bei der. Was die Frau aber Kalle Schlag vertragen kann. Bring doch nicht immer so eine scheiß Laune rein hier. Der Kaffee wird auch nicht genug. Willst du mit der Passage drücken gehen? Erich schließt mich ein, bis es besser ist. Dann geh hoch. Er muss aber zu Ende frühstücken dürfen, oder? Hab ich dich was gefragt? So, jetzt hast du auch gefrühstückt. Timmy, bring Josef nach oben. Josef. Schiffen war ich dir. Ihr geht bei mir nicht mehr. Nur einen Schein, Alter. Sag dir. Bei mir war das auch nicht besonders. Ich habe auch nur drei. Nee, so meine ich das ja nicht. Kann ich überhaupt und will überhaupt nicht mehr. Hä? Hey, ist das nicht ein Rückerbus? Hm? Der sieht aus wie ein Rückerbus. So wie Jose und Bernd kriegen mich nicht. Echt nicht. Ich muss dir was sagen, Tommy. Das soll aber keiner erzählen, hörst du? Ich kann mich schon denken. Du willst abhauen, ne? Ah, weil ihr nichts länger da, ich würde es. Manchmal kotzt mich das auch an. Und zwar unheimlich. Ah, Kalle steht auf dich, Alter. Aber ich glaube, im Grunde steht er auf dich. Aber ich stehe nicht auf ihn, Alter. Tommy, ich brauche Kohle. Du bist dein, der mir helfen kann, nicht? Wieso brauchst du denn?
Ja, ungefähr 80. Ich habe auch nur noch 40. Du siehst 30 im Alter. Scheine hast du, Tommy? Drei. Nein. Ach du meine Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Ich sag dir, da sind ein paar Kolonnen durchmarschiert. Die haben die Leute auf die Palme gebracht. So wenig Scheine wie heute habe ich noch nie geschrieben. Ich glaube, ich habe vorhin Rückerbus gesehen. Was für eine Farbe hat denn der? Grün. Ach du meine Scheiße, das ist eine absolute Gewalttruppe. Na bitte. Dann möchte ich mal wissen, was der Herr Kalle sich dabei gedacht hat. Aufstehen, komm. Komm. Ja, was ist los? Was ist los hier? Timmy hat Ärger gekriegt mit den anderen Drückern. Die mit dem grünen Bus. Das darf doch nicht wahr sein. Wir haben so mein Geld geklaut. Dazu ist jetzt keine Zeit. Zieh dir die Hose an. Aber die ganze Kohle ist weg. Los! Wo ist denn Felix? Nord weiter. Scheiß Spiel hier. Könnte es auch gut als Pizza gehen? Los, kommt! Timmy, lass das Eva machen. Du bleibst hier. Ey! Komm. Mensch, ihr macht aber auch immer Sachen. Gartenschlag geben. Scheiße, ich hab mir die Scheine rausgenommen. Steht doch nicht so blöd rum hier. Wollen wir denn machen? Hört jetzt ein Feuer aus dem fundigen Feuerlöscher. Los, kommen die Bullen! Mann, warte mal, Richard ist weg! Richard! Du hast dich tapfer geschlagen. Prima, Josef. Ha! Die haben wir eingetütet, wa? Dich und Timmy habe ich ja für schlauer gehalten. Mensch, Kalle, das kann doch keiner wissen. Ich habe euch tausend, ich habe euch aber tausendmal gesagt. Ihr sollt immer zusammenbleiben. Das
gibt noch andere Leute. Die wollen auch den Kuchen haben. Du weißt, unerlaubtes Entfernen von der Truppe kostet 10 Scheine. Kostet mich ein Lächeln. Nun zu Richard. Mein Bullen ist er nicht, da habe ich eben angerufen. Die Sau hat eine Mücke gemacht. Wohin ist er? Weiß ich nicht. Du warst doch mit ihm anderen zusammen. Ich habe keine Ahnung. Hat er nicht irgendwie erzählt, dass er zu irgendeiner Tante wollte oder zu irgendeiner Braut? Warum machst du mich denn auf einmal an? Antworte! Ja, weiß ich nicht, habe ich das schon gesagt? So ein Schwein in der Gefahr, die Truppe zu verlassen. Lass mal gut sein, die krieg ich alle wieder. Kameradenschwein. Krieg ich alle wieder. Und wir müssen hier auch verschwinden. Jetzt noch? Oh nee. Ja, jetzt noch. Mensch, musst du sein? Ach, nee. Was ist Scheiße? Schnauze! Das ist schon die zweite Nacht, die wir durchmachen. Willst du den Knast? Nein. Dann halt den Mund. Na los! Ihr hört doch, was der Boss gesagt hat. Los, Kinder, mal ein bisschen hastig. Sag mal, Erich, meine Schwester wohnt hier in der Gegend. Kann ich mal einen Tag frei haben? Ich würde die gerne mal besuchen. Spinnst du? Wir haben die letzten Tage so viele Verluste gemacht. Unmöglich. Oh, darf ich auch mal drücken? Ach, schau doch! Macht ihr eine Scheiße? Hört auf damit, verdammt! Warum so? Hört auf! Tommy, du hast voll genauso viel Scheine zu schreiben wie Martina. Das halte ich aber für ein Gerücht. Ey Leute, ich glaube, wir kriegen Besuch. Das alte Spiel. Oh, Kalle! Wann einer geht, bestimme ich. Durch dabei. Hey, was soll denn das, Kalle? Weil du dich da raus, Thomas. Also, frohes Schaffen. Tommy, du steigst auch auf. Leute, bis zum nächsten Ort. Und wehe, du trampst. Ich pass auf. Und im Ort nimmst du die ersten Häuser rechts.
Na los! Was machst du denn hier? Ich wollte dich einfach mal besuchen. Ich komme. Und wie ist es? Beschissen. Nix mit der dicken Kohle, wa? Ja, ich mach meine Kohle. Aber ich lass mich nicht wie ein Hund behandeln. Ach, das ist wieder die typische Tommy-Geschichte. Du machst doch gar keine Forschung mit da. Ja, was denn? Ja, manche sind echt zu blöde. Nette Kollegin hast du. Ja, genau. 385. Hallo. Oh, Brigitte? Kannst du das bitte mitnehmen? Mhm. Komm, wir gehen jetzt einen Kaffee trinken. Guten Morgen. Ich hoffe, du hast eine angenehme Nacht verbracht. Timmy, bring ihn auf sein Zimmer. Los, komm. Ey, was ist denn? Ich war da bloß von meiner Schwester. Ich hab 17 Scheine. Erich! Timmy! Timmy, lass los! Wir wollen ja kein Invalidenheim aufmachen, sondern Geld verdienen. Du brauchst dein Ding sowieso nur, um das Bier da loszuwerden. Also geh pissen. Geh pissen. Setz dich. Im Schwesternheim bist du eingefallen. Musstest du die alle Bumsen was unterschreiben? Ein Frühstück für Sir Thomas. Wenn die mal alle echt sind. Die sind alle echt. Kannst du nichts ausmachen? Nee, danke. Mensch, und du hast deine Mutter verloren gegangen. Na, bring doch mal was Anständiges. Nicht immer dasselbe Gelumpe. Wir haben schließlich einen König zu bewirten. Kompliment, Thomas. Aber da gibt es noch ein kleines Problem. Ich meine nicht, dass du unerlaubt die Truppe verlassen hast. Das ist schlimm, aber mit den 17 Scheinen hast du es wieder gut gemacht, okay? Da sind noch ein paar andere unangenehme Dinge passiert. Die wollen wir klären.
Hast du Richard Geld geliehen, bevor er abgehauen ist? Ich? Nein. Ja, ich hol Richard runter. Luis! Ich glaube, ich hab deine 17 Scheine ein. Dann ist endlich auch. Du musst mal ein bisschen anspruchsvoller leben. Weißt du, was dir fehlt, Thomas? Du brauchst ein bisschen mehr Mumm. Jetzt tu nicht so. Oh Mann, reiß dich doch mal zusammen, verdammt noch mal. Die Dresche hat er nicht gekriegt, weil er abgehauen ist, sondern weil er geklaut hat. Hat Peter beklaut, weil er Fahrgeld brauchte. Schluss jetzt mit der Kotzerei! Ich habe ihm das Geld geliehen. Ach nee. Du hast doch vorhin gesagt, du hast ihm nichts gegeben. Na, ich wusste nicht, dass er abhauen will. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Kann ich schwöre, ich hab nicht. Schwöre lieber nicht, Thomas! Du hast mich sehr enttäuscht. Usta, hol ich halt nicht. Die Schnauze! Richard klaut nicht. Ende der Diskussion! Thomas, du siehst zu, dass du heute gut Scheine schreibst. Und will kein Wort mal drüber verlieren, okay? Richard bringt die Sache auch wieder in Ordnung, komm. So, jetzt alle an die Arbeit. Charlie, hol die Blüten. Und ich denn, ey? Hast du was an den Ohren? 17 Scheine? Ist ja Wahnsinn. Der ist ein Rittischer. Tommy, du trickst heute mit Timmy. Das kannst du nicht machen, Erich. Was ich nicht machen kann, lass meine Sorge sein. Aber Timmy platzt doch fast vor Wut. Timmy wird ihm kein Haar krümmen. Ja, was will jetzt? Guten Tag, Herr Schäuble. Ich komme. Was denn, können Sie nämlich schwätzen? Entschuldigung. Gibt's denn die Sau? Ja, guten Tag, gnädige Frau.
Wollen Sie eine Zeitung abonnieren? Ja, was für eine? Na, irgendeine. Finden Sie die Petra? Nein. Wiedersehen. Verstehen Sie? Na, sag mal, was ist denn hier eigentlich los? Die Zeitung lasse ich Ihnen hier. Ach, und wenn er kommt, machen Sie um Gottes Willen nicht die Tür auf, bitte. Warum machen Sie denn nicht auf? Ich mach schon auf, aber wenn's mir passt. Ist mein Kollege noch drin? Was geht denn Sie das an? Mein Gott, ist er noch drin oder nicht? Ja, ja, der ist schon noch da. Oh, der soll mal rauskommen. Wieso? Wieso? Ich hab ihm was zu sagen. Also, der kann jetzt nicht. Warum geht er nicht? Weil er auf dem Klo ist. Aber warten Sie, ich sag ihm Bescheid.
bitte mitnehmen. Ist egal wohin. Danke, ja, vielen Dank. Ach, eine gute Fahrt noch.